Es sind ja die Ungleichzeitigkeiten, die uns zu schaffen machen. Auf der einen Seite die Angst um uns und unsere Leben. Die Bilder aus italienischen Krankenhäusern. Dazu die Ungewissheit. Wie lange wird es dauern? Wochen? Monate? Wirklich ein ganzes Jahr? Auf der anderen Seite, in all der Angst und all dem Elend, kann man mitunter der ganzen Sache ja sogar etwas Positives abgewinnen. Wenn ich dieser Tage jemand anrufe, hebt jemand ab und ich lande nicht wie so oft auf dem Anrufbeantworter. In der Familie sitzen wir viel öfters zusammen und reden, spielen sogar. Wir haben in unserem Leben Raum für Solidarität und Mitgefühl, kaufen ein für die Nachbarin, denken an diejenigen, die den Laden am Laufen halten, bedanken uns bei der Kassiererin besonders und haben auch natürlich die im Sinn, in Quarantäne und Krankenhaus. Berührend finde ich auch die musikalischen Aktionen. Die ehemalige Bischöfin Margot Käßmann ruft zum allabendlichen Balkonsingen auf. Ihr Vorschlag? Der Mond ist aufgegangen. So wie hier in Hochberg. Andere singen und spielen Freude schöner Götterfunken, so wie Dominik am vergangenen Sonntag in der Margaretenkirche. Musiker für Deutschland. In der Aldinger Margaretenkirche hängt ein Bild, das genau das zum Thema hat. Dargestellt ist eine biblische Szene, in der der junge David durch Gesang und Harfenspiel den in Schwermut verfallenen König Saul zu erheitern versucht. Mitunter mit Erfolg, wie wir lesen können. So oft nun der böse Geist über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Größer könnte der Kontrast nicht sein. Links der finstere König, verloren in Zorn und Bitterkeit. Rechts der junge lebensfrohe David mit seiner Harfe. Für mich in diesen Tagen auch ein Sinnbild für das Ansingen der Menschen gegen die Isolation. So viele Davids unter uns, die gegen die Angst ansingen. Nun, König David ist als großer Sänger in die Geschichte eingegangen. Über 70 Psalmen, ursprünglich geistliche Lieder, stehen in seiner Tradition. Die schönsten Bibelworte finden sich im Psalter. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und nicht zuletzt auch ein Wort, das dieser Tage vielleicht besonders wichtig ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Vielleicht schauen Sie mal rein in das Buch der Psalmen. Viele von uns haben jetzt ja mehr Zeit. Und noch ein kleiner Tipp. Nehmen Sie die Lutherbibel. Da muss man nicht alles lesen. Die schönsten Worte sind schwarz unterlegt. Und ja, das auch. Lassen Sie uns singen. Jedes Lied hilft, auch wenn ich Ihnen natürlich christliche Lieder besonders ans Herz legen möchte, weil sie noch einmal einen anderen Geist in unsere Herzen pflanzen. Kein Lied, das Sie nicht auf YouTube finden. Traditionell Pop, Rock, Hip-Hop,
ob Hillsong United oder Befiehlte deine Wege. Alles da. Und dann einfach mitsingen. Was? Sie können nicht singen? Egal. Hört ja niemand. Und es ist nicht wichtig, wie wir singen, sondern nur, was wir singen. Auf dass es uns leichter und es besser mit uns werde und der böse Geist von uns weicht. Gott befohlen.